Herzlich willkommen zu dieser zweiten Sitzung zu HafenSpeed-Inhaltstypen, die es noch nicht im Editor gibt. Ich bin Oliver aus Hamburg, falls ihr es nicht wissen solltet. Und was ist heute der Plan? Ich zeige vier Inhaltstypen, die es für HafenSpeed gibt, die aber noch nicht offiziell erschienen sind. Das heißt, wenn man durch diesen Hub durchscrollt, zeige ich gleich, da findet man die auch nicht. Und ich stelle die aber einfach kurz vor und zeige auch, wie man die installieren kann, wenn man sie schon nutzen möchte. Und dafür ist es natürlich schlau, wenn ich erstmal meinen Bildschirm freigehe. Und heute habe ich gelernt, mache ich das nicht direkt über mein Kamerabild, weil Zoom das komprimiert, sondern ich teile meinen Bildschirm ganz so, wie Zoom das haben möchte. So sieht das aus. Jetzt seht ihr mein Bildschirm. Ihr seht meine Website, das ist noch der Punkt. Da kopiere ich einfach mal den Link in den Chat, damit ihr auch drauf kommt, aber sonst auf olivertacke.de, das ist dann der erste Eintrag. Das heißt, ihr könnt jetzt auch parallel gucken und ihr könnt euch das dann auch direkt installieren, wenn ihr wollt. Legen wir einfach los. Ihr seht hier so ein bisschen Vorgeplänkel, da habe ich nochmal erzählt, also im Prinzip das Gleiche, was ich gerade auf der Tonspur geliefert habe. Und ich habe mal ein paar raus, gibt tatsächlich noch mehr, die ich jetzt, vielleicht muss ich noch eine dritte Sitzung machen, aber ich habe heute dabei Matching, ein Geography Quiz, ein Cornell Notes Inhaltstyp und Structure Strip. Der ist noch nicht komplett fertig, da fehlen noch ein paar Kleinigkeiten, aber den zeige ich zumindest schon mal. Ja, wir können einfach anfangen. Nehmen wir einfach Matching. Das sieht so aus. Das ist tatsächlich ein Inhaltstyp, der, ich glaube, seit fast 3 Jahren schon fertig ist. Ist ein bisschen kurios. Der kommt auch direkt vom HafenSpeed-Kernteam. Das heißt, der kommt nicht von externen Beitragenden. Der hat aber noch ein Problem und da komme ich gleich drauf. Aber wir können erstmal schauen, was man damit machen kann. Matching heißt natürlich sowas wie zuordnen und man kann das natürlich auch mit anderen Inhaltstypen machen. Man könnte sich so ein Drag-and-Drop bauen. Ist immer so ein bisschen aufwendig. Man könnte sich das auch so bei Multiple-Choice-Fragen machen, wo man dann die richtigen Zahlen eintragen muss oder irgendwie sowas. Ist hier so ein bisschen einfach. Und ich habe mir gesagt, naja, machen wir das doch mal mit Büchern und Personen aus Büchern oder Figuren aus Büchern, die damit vorkommen. Und man muss jetzt halt zusortieren und das geht ganz einfach. Das heißt, nehmen wir einfach das Lied von Eis und Feuer, dann klicken wir da drauf und dann müssen wir natürlich das suchen, was dazu passt. Und Jon Snow, machen wir mal einen, wo ich weiß, dass das richtig ist. So, Pernator durch die Galaxis, wer das kennt, weiß auch, ist Arthur Dent. Und wird das so zugeordnet. Jetzt machen wir einfach nochmal 2 falsch, damit man sieht, wie das dann aussieht. Also den Herrn der Ringe, wenn man sagt, da gibt es Paul Atreides und den Wüstenplanet, da wird es Aragorn geben. Könnte man ja meinen. Macht man das? Man könnte sich nochmal umentscheiden, man klickt einfach nochmal drauf. Ne? Dann kann man es auch nochmal korrigieren, wenn man möchte. Und irgendwann ist man fertig, dann klickt man auf Check und dann bekommt man angezeigt, wie man sich geschlagen hat. Und in dem Fall waren halt die 2 falsch. Die 2 waren richtig. Und ihr kennt das, ne? Man kann sich die Lösung anzeigen lassen, die ist natürlich hier automatisch drin, da weiß ich nicht, hier ist es klar, aber wenn es mehr als 5 Antworten, 4 Antwortmöglichkeiten gibt, ist natürlich nicht klar. Dann sieht man die Lösung, wenn das erlaubt ist, kennt ihr, dann wiederholen, auch wenn das erlaubt ist und dann würfelt er das Ganze halt neu durch. Das ist die eine Variante. Die andere Variante, wenn man sagt, okay, Text und Text ist ja schön, vielleicht möchte ich auch lieber... Vielleicht brauche ich ja Bild und Text, dann kann man das auch machen. Leider nicht Bild und Bild, vielleicht kommt das später mal. Aber man könnte jetzt hier zum Beispiel zusortieren die Schildkröte und dann sagt man die Katze. Und ihr könnt es ja mal komplett richtig machen. So und sieht auch, wie das aussieht. Aber genau das gleiche wie mit dem Text. Also funktioniert das eigentlich. Geht relativ schnell, sowas zu machen. Der Grund, warum es noch nicht offiziell erschienen ist, sind diese kleinen Bildchen hier. Das funktioniert technisch ganz wunderbar, das seht ihr ja auch. Das Problem ist, dieser Inhaltstyp ist durch den User Experience Test durchgefallen. Es gibt ja mal Probe-Leute, die das schon mal ausprobieren. Und was die gemacht haben, die haben halt diese Inhalte erstellt und dann wird ihnen zugeguckt. Und die haben dann sehr große Bilder hochgeladen. Also wirklich was man vielleicht von einem Smartphone bekommt. Also eine relativ hohe Auflösung, wo dann die Dateien noch relativ groß sind. Und haben dann so 5, 6 irgendwie dahingesetzt, weil es auch nicht so einfach sein soll. Und dann kann man sich vorstellen, wenn da viele große Bilder drin sind, die man ja gar nicht braucht, ne? Also die sind ja ganz fitzelklein hier, wie sie gebraucht werden, dann dauert das, dann hat man wirklich so eine 10 MB-Datei und wenn man halt eine schmalbandige Leitung hat, dann dauert das auch ein Moment, bis so ein Inhaltstyp geladen ist und das, viele hat das irgendwie verwirrt, die haben gedacht, das wäre abgestürzt, geht nicht. Und da haben sie gesagt, okay, das Inhaltstyp ist eigentlich okay, aber solange wir in H5P keine automatische Möglichkeit haben, die Bilder automatisch kleiner zu rechnen, wenn wir sie nicht so groß brauchen, so lange bringen wir das leider noch nicht raus. Aber technisch gibt es keinen Grund, das nicht zu tun, also den schon zu benutzen und da kann ich auch natürlich zeigen, wie ihr euch das installieren könnt. Das heißt, wenn ihr jetzt eh schon hier auf dieser Seite seid, ist das ideal. Ich zeige jetzt den einfachsten Weg, wie man sich das installiert. Es gäbe noch mehr
Das ist aber dann ja für die Admins spannend. Wenn man jetzt normal Anwender ist und zumindest Admin-Recht hat und Dateien, also H5P-Inhaltstypen installieren darf, das ist wichtig, sonst geht das nicht. Aber wenn man das kann, dann geht man einfach hier unten auf den Reuse-Knopf und ich darf mir das jetzt hier kopieren, weil ich eingeloggt bin auf der Seite. Sonst habt ihr nur diesen Knopf zum Runterladen. Das heißt, ihr müsst euch das auch wirklich nur runterladen. Ich schiebe das einfach mal auf den Desktop. Dann haben wir da die Datei liegen. Und jetzt brauchen wir noch ein anderes System. Da ist es jetzt egal, ob das ein Drupal ist oder ein WordPress oder ein Moodle. Ich zeige das einfach mal mit einem leeren WordPress, weil das am schnellsten aufgesetzt ist. Das habe ich hier. Läuft hier lokal auf meinem Rechner und wir können erstmal schauen. Also hier haben wir die H5P-Inhalte. Und wenn man auf Neu hinzufügen klickt, dann kennt ihr das ja, dann wird jetzt dieser H5P-Hub geladen und ihr seht, wir können ja mal durchscrollen, aber da sind wirklich nur die ganz normalen drin, alle, die es schon gibt. Wir könnten jetzt mal nach Matching suchen. Ups, Matching findet er nicht. Wir wollen es also haben, so wir haben jetzt die Datei eben runtergeladen, diesen Inhaltstyp, und wir klicken jetzt einfach auf Hochladen und laden diese Datei einfach mal hoch. Ja, genau die ich gerade runtergeladen habe. Und was das Schöne an H5P ist, an den Dateien, da sind ja nicht nur die Medien drin, also die Texte oder Bilder, die ich da eingestellt habe und die Konfigurationen, die ich getätigt habe, sondern auch die ganzen Bibliotheken, die man zum Laufen braucht. Und wenn ich das jetzt hochlade, guckt H5P, okay, was ist denn da in dem Paket drin und was habe ich noch nicht? Und wenn man eben die Berechtigung hat, dass man Bibliotheken installieren darf, dann wird Folgendes passieren, dann klickt man hier auf Benutzen, dann lädt er das hoch und jetzt stellt er fest, okay, da ist eine Bibliothek drin, die habe ich noch nicht, nämlich genau dieses Matching, was wir brauchen. Und dann fügt er die hinzu. Und jetzt seht ihr im Prinzip auch schon, was man damit machen kann, wie der Editor davon aussieht. Also wir haben jetzt diese Datei, genau die ich jetzt runtergeladen habe mit den Bildern drin. Man kann einen Titel setzen, man kann sich hier aussuchen, möchte ich das nur mit Text haben oder mit einem Bild. Wir haben jetzt die Voreinstellung Bild. Dann habt ihr gesehen, man muss einen Titel angeben, eine Beschreibung von dem Ganzen. Und dann ist das super einfach. Also man legt hier in dem Fall dann ein Bild hoch und gibt noch so einen Alt-Text an. Da muss man natürlich, wenn ich da jetzt scharf reingeschrieben hätte, wäre das blöd, wenn man dann natürlich die Lösung verrät, so schief reingeschrieben. Aber das ist halt für die Barrierefreiheit wichtig, sonst müsste man vielleicht einfach ein Tier mit Wolle am Körper oder irgendwie sowas. Ja, und viel mehr gibt es gar nicht. Es gibt noch die Klassiker, die eigentlich immer dabei sind, ne, dass man das Wiederholen erlauben kann oder verbieten kann, das Gleiche mit der Lösung anzeigen. Das ist dann, diese 100% sind dann interessant, wenn man irgendwie ein System hat, das die Punkte einsammelt. Und das war es auch schon. Mehr kann man damit nicht machen, aber wir könnten das natürlich jetzt erstellen, heißt hier in dem Fall speichern. Und jetzt seht ihr, zack, habe ich hier auch diesen Inhaltstyp. Das hier drunter, nicht verwirren, das ist was anderes, das ist ein Plugin, das hätte ich vielleicht ausschalten sollen. Ja, aber das ist eben das Matching. Dann springen wir nochmal zurück, scrollen wir ein bisschen weiter. Dann gibt es das Geography Quiz. Das stammt nicht vom H5P-Kernteam, sondern von Fabian Lendler. Fabian Lendler, das ist ein Entwickler aus der Schweiz, der hat das mal programmiert. Und ist leider immer noch, ich glaube, das ist auch schon seit über einem Jahr fertig, hängt aber immer noch in der Review-Schleife. Ich glaube, bis auf so klitzekleine Fehler funktioniert das auch schon sehr gut. Und ich zeige einfach mal, was man damit machen kann. Ist jetzt natürlich hier ein bisschen klein. Vielleicht mache ich euch das ein bisschen größer. Ich glaube, es hat nämlich keinen Vollbildmodus. So, aber wenn ihr GeoGuessr kennt, das ist ein sehr schönes Spiel. Das läuft mit Google Street View. Das heißt, man wird irgendwo auf der Welt quasi virtuell abgesetzt. Man sieht die Umgebung in Google Street View und da muss man raten auf einer Karte, wo man sich da befindet. Und je besser man ist, desto mehr Punkte bekommt man. Und hier ist das im Prinzip das Gleiche. Ich kann jetzt hier auf Start klicken und jetzt bekomme ich oben eben die Frage, in welchem Land fand die letzte H5P-Konferenz statt? So, und jetzt kann ich natürlich hier ein bisschen scrollen. Ich kann auch reinzoomen, wenn ich jetzt nicht genau weiß, welches Land das ist. Aber ja, jetzt müsste man natürlich raten, wo das ist. Ich weiß, wo es ist. Also es war in Australien. Und dann kriege ich halt auch Australien und dann sagt er mir auch, ha, perfekt, 1000 Punkte, sonst hätte ich mir auch die Lösung noch anzeigen können. Also kann ich mich jetzt auch. Dann zoomt er mal wieder in den Ausgangszustand und markiert eben in dem Fall Australien. Also hat gepasst. Das ist die eine Variante mit Ländern. Man kann das noch ein bisschen schwieriger oder sehr viel schwieriger machen, indem man sagt, jetzt muss man wirklich möglichst genau einen Punkt auf der Erde treffen. Und jetzt ist die Frage, wo findet derzeit der Großteil der H5P-Entwicklung statt? Ist natürlich Norwegen. Das heißt, wir könnten hier schon mal reinzoomen und jetzt irgendwo in Norwegen gucken.
Ich weiß natürlich, wo das ist, weil ich da ja auch gearbeitet und gewohnt habe. Das heißt, wir müssten jetzt mal Tromsø suchen. Und Tromsø ist sehr hoch im Norden. Das heißt, wir würden jetzt mal hier hingehen und ein bisschen reinzoomen. Jetzt muss man gucken und weiterzoomen. Hier sieht man schon so eine kleine Insel. Das hier ist Tromsø oder die Kerninsel von Tromsø. So ein bisschen von hier und ein bisschen von hier gehört auch noch dazu. Und da müsste man reinzoomen. Und wenn man hier in den Hafen geht, hier unten, jetzt muss ich selber gucken, das ist die alte Mack-Brauerei. Von einem Braunschweiger übrigens gegründet. 1800 noch was. Dann geht es weiter. Und hier in dem Gebäude sitzt tatsächlich Jubel. Und ich nehme jetzt mal bewusst irgendwie ein bisschen was anderes. Ich habe, wo hab ich denn gewohnt? Ich habe irgendwo hier in der Ecke gewohnt. Ich klicke einfach mal hier rein, damit ihr jetzt seht, dass es nicht wieder 1000 Punkte gibt. Sondern ich klicke jetzt mal so ein bisschen abseits vom Schuss. Und jetzt ist das aber, für den Maßstab der großen Karte, müssen wir das nicht sehen, sehr nah dran. Fehlt so ein bisschen, jetzt kriege ich halt 999 von 1000 Punkten. So, und dann geht es halt weiter, dann zoomt er nochmal schön raus in der Animation und man bekommt dann den Gesamtpunktezustand. Das ist halt das Geography Quiz und funktioniert genauso, wenn ihr das nutzen wollt, geht ihr hier einfach auch auf Reuse, ladet das runter, schmeiße ich es einfach auch mal auf den Desktop und dann springe ich wieder in mein WordPress, gehe wieder auf normal eigentlich Inhalt erstellen und statt einen zu erstellen. Hier sehen wir jetzt das Matching, also jetzt ist es da. Jetzt könnte ich das auch natürlich auch weiter benutzen. Jetzt lade ich mal das Geography Quiz hoch. Da ist es. Klicke auf Benutzen. Und jetzt auch hier das Gleiche. Hat jetzt eine Bibliothek halt mit hochgeladen. Eigentlich wären es zwei, aber einen habe ich vorhin schon mal hochgeladen und offensichtlich vergessen zu löschen, damit ich euch das zeigen kann. Es sind zwei, also weil es gibt einmal den Inhaltstyp selber, was ihr seht, und für den Editor gibt es nochmal so ein kleines Extra-Widget, nämlich dass man hier eine Karte auswählen kann. Das gibt es ja sonst bei HFMP nicht, das hat Fabian auch programmiert. Und ihr seht hier im Prinzip, wie das funktioniert. Hier kann man einen Titel eingeben, ein bisschen Einleitungstext. Dann kann man sich noch sagen, wie sollen denn die Karten aussehen? Dann gibt es so eine Vorauswahl, also wenn man, ich weiß nicht, wenn man vielleicht das lieber haben möchte, dann macht man das so. Dann sagt man, wo soll denn die Karte starten? Ich habe natürlich Hamburg gesagt, aber dann das Zoom-Level rausgenommen, weil ich ja die ganze Welt brauchte. Also man kann erstmal sagen, wo sollte man eigentlich starten, wo ist jetzt das Zentrum und dann sagt man noch, wie weit man da rein oder rauszoomen muss. Und ich wollte natürlich die Weltkarte haben und Fabian hat das so gelöst, dass man dann hier eine 1 einträgt und je größer die Zahl wird, desto weiter ist dann reingezoomt. Wir könnten ja mal sagen, wir wollen schon in Hamburg anfangen, aber weiß ich nicht, Stufe 3, das ist wahrscheinlich dann irgendwie so grob Deutschland. Naja, dann ist auch klar, dann danach definiert man einfach die Fragen. Ne? Also, ihr seht ja schon, wo findet hier der Großteil der Entwicklung statt. Man kann das ist dann für die Lösung hier, man kann dann sagen, was da steht, Büro von Jubel in Tromsø. Und in dem Fall sucht man sich nur aus, was das sein soll. Eben Area wäre ein Land, das man sich auswählt, oder Location ist halt ein genauer Punkt. Und dann kann man da eben nochmal ganz genau mit, entweder direkt mit Koordinaten angeben, wo das ist, oder man trägt einfach hier was ein. Also ich jetzt hier nur was wie, wir können ja Hamburg nennen. Springen wir auch. Dann, wie man das kennt, irgendwie von Google, da schlägt ja was vor, jetzt sucht man sich hier halt irgendwas aus, was passt. Oh, es gibt auch Hamburg in den USA. Wusste ich auch noch nicht. So, dann wählt man das aus. Zweites Beispiel, einfach, wenn man jetzt ein Gebiet haben will, jemand hier Australien, das wäre auch für die Lösung das, was ich vergeben habe. Da kann man hier auch eben, da sucht man sich hier eben eins der vielen Länder aus, die es gibt. Und dann war es das. Und jetzt können wir hier nochmal reingucken, aber da gibt es eben auch nur die beiden Klassiker. Ist das Neustarten erlaubt, ist das Lösungszeigen erlaubt. Und wenn wir das jetzt speichern, klar, dann haben wir das hier auch drauf. Sieht halt so aus, ich habe ja gerade den Kartentyp geändert und das ist jetzt nicht mehr, okay, es ist immer noch, wenn man, ist immer noch nicht so weit reingezoomt, also man könnte jetzt so ein bisschen weiter rausgehen, das ist eben Einstellung 1, 3 ist offensichtlich so, wo war es, so? Also eher so Europa und je weiter man diese Starteinstellung einzoomt, dann irgendwann hätte halt direkt in Hamburg gestartet. Also das kann man damit machen. Und damit ihr das auch seht, wenn ihr das hochgeladen habt, dann habt ihr auch automatisch dann jetzt fürs nächste Mal, wenn ihr das erstellen würdet, das ist nicht eine Liste. Ihr müsst jetzt nicht jedes Mal erst eine alte Datei hochladen und dann die verändern, wenn ihr das nutzen wollt. Also ihr könnt es jetzt direkt anwählen. Das war das Geography Quiz. Dann, so mein Minimalprogramm heute, ist noch das dritte. Das ist dann wieder eins von mir. Ich habe hier das verlinkt, da habe ich schon mal einen Beitrag zugeschrieben. Wenn ihr die ganzen Details haben wollt, könnt ihr einfach da draufklicken. Ansonsten zeige ich kurz, was das ist.
Das ist so der Versuch, endlich mal auszubrechen aus diesem rein behavioristischen und eine Lehrkraft gibt irgendwie eine Lösung vor und ein Lernender oder eine Lernende soll die suchen. Und zwar sieht ihr hier erstmal einen Inhalt, mit dem sich eine Lernende beschäftigen soll. In dem Fall ist das ein Video mit ein bisschen Intro-Text davor. Und könnte man sich jetzt angucken, was man hier nebenbei immer machen kann, wenn es um Notizen geht. Also wäre ja schön, wenn man die Notizen, die man sich sowieso vielleicht macht, wenn man eben Inhalte durcharbeitet, wenn man die nicht auf Papier macht oder irgendwie extra in einem Etherpad, sondern wenn die quasi direkt an dem Inhalt auch dranhängen, den ich kommentiere. Und das kann man hier mitmachen. Das heißt, angenommen, wir gucken uns jetzt hier dieses Video an und dann wollen wir uns Notizen dazu machen, dann klicken wir einfach einmal da drauf, auf den Stift. Und dann habe ich hier die Möglichkeit, Sachen einfach einzutragen. Also das ist jetzt ein spezielles System. Cornell Notes heißt das. Das ist jetzt nicht so ganz relevant. Das ist nur so ein dreistufiges Verfahren, um sich Sachen gut merken zu können, indem man erstmal alle Details aufschreibt, die einem wichtig sind. Dann nochmal versucht zu filtern, was ist denn jetzt hier das wirklich Relevante, wenn ich mich später daran erinnern will, um dann zum Schluss nochmal eine Zusammenfassung zu schreiben. So, der Clou ist einfach. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich eingeloggt bin. Können wir das mal ausprobieren? Ich mache einfach mal Test, Test, was reingeschrieben ist. So, jetzt habe ich da eben was verewigt und jetzt weiß ich gar nicht, war ich eingeloggt? Nee, ich bin nicht eingeloggt. Na gut, dann wird es nicht funktionieren. Aber wenn man halt eingeloggt ist auf dem System und dann zurückkommt, will man natürlich, dass die Notizen noch da sind. Sonst ergibt das ja keinen Sinn. Es gibt jetzt keinen Sinn, hier was reinzuschreiben und dann kommt man später wieder und dann ist das weg. Und ich bin leider nicht eingeloggt. Das heißt, wenn ich jetzt auf F5 drücken würde, wäre auch der ganze Kram nicht mehr da. Ja, aber wenn ich angemeldet bin an dem System, also in dem Fall wäre es ein WordPress, könnte aber auch ein Moodle sein oder ein Drupal, und ihr in den Einstellungen, vielleicht zeige ich die gleich nochmal, so einen kleinen Haken gesetzt habt, nämlich dass der Zwischenstand von Sachen gespeichert werden soll, dann werden auch die Notizen gespeichert. Und das ist natürlich eher so für einen längeren Zeitraum gedacht. Das heißt, man hat vielleicht über so ein ganzes Semester oder ein Schuljahr, naja, vielleicht auch die 6 Wochen zwischen irgendwie Klausuren an der Schule, eben Material bearbeitet und am Ende vor der Klausur guckt man sich das natürlich nochmal durch und hat man aber seine Notizen einfach gleich dran, kann eben hier mal hinterher springen. Wenn das Theme ein bisschen anders ist, dann hat man übrigens auch beide sind direkt nebeneinander, da muss man nicht immer hin und her wechseln, aber hier ist das halt ein bisschen zu schmal, dann könnte man da nichts mehr vernünftig eintragen, von daher wechselt das. So, aber auch hier, wenn ihr das nutzen wollt, einfach Reuse und dann den Inhalt runterladen und speichern. Zack. Und dann nehmen wir wieder ein WordPress, laden das wieder hoch. Also das kennt ihr jetzt schon. Da die Cornell Notes. Einmal benutzen. Lädt halt die Datei hoch in die Bibliothek. Und ihr seht ja, wie der Editor dazu aussieht. Der ist jetzt auch nicht so viel zum Einstellen. Also habt ihr gesehen, die Anleitung. Was soll ich eigentlich machen? Trägt man ein. Dann überlegt man sich, was soll das denn für ein Inhalt sein? Im Moment gehen Text und Video, aber es fehlt noch eine Klitzekleinigkeit am H5P-Kern, dann beziehungsweise an der Bibliothek. Dann ging auch problemlos Audio. Das ist quasi der Inhalt, den ich untersuchen soll, bearbeiten soll. Dann, ja gut, in dem Fall habe ich dann das Video bearbeitet. Wichtig ist dann eben nochmal sind die einzelnen Eingabefelder hier unten. Na, da könnt ihr wirklich nochmal. Die könnt ihr anders beschriften, wenn ihr wollt. Also in dem Fall sind es halt diese speziellen Cornell Notes, Überschriften und mit Hinweis, was man damit machen soll. Das kann man machen. Dann Thema Barrierefreiheit. Achso, das ist alles von dem Video. Das ist einfach nur Untertitel. Gut, das hängt jetzt nicht mit Cornell Notes zusammen. Kommt alles von dem Video, dass man dann die Darstellung noch anpassen kann und so weiter und so fort. Und auch hier, nee, hier nicht. Hier gibt es ja keinen Retry, also da brauchen die Option nicht. Hier kann man sich noch überlegen, wenn man jetzt einen breiten Bildschirm hat, was soll denn passieren? Soll gleich alles auftauchen oder sollen nur die Inhalte auftauchen? Und in dem Fall halt die Notizen nicht beim Start. Ansonsten hat man die gleich, wenn man den Haken setzt, kommen die gleich dazu, wenn man genug Platz hat. Dann sind die halt direkt rechts daneben. Also das war es auch schon. Mehr kann man damit nicht machen. Ja, auch hier zeigen wir einfach nochmal, wenn jetzt auf Erstellen geht, ist nicht ganz oben, aber Cornell Notes, wenn man danach sucht, kann man auch anlegen. Und jetzt zeige ich zum Schluss, da habe ich ja schon 20 Minuten erzählt, ich wollte ja noch maximal 25, den letzten. Der heißt Structure Strip. Auch hier gibt es schon einen Beitrag zu, da kann man sich die ganzen Details durchlesen.
Und ich zeige auch mal, was man damit machen kann. Das ist eine Auftragsarbeit. Denn ich bin ja niemand, der jetzt wirklich tiefgehende Didaktikkenntnisse hat. Aber mir wurde zugetragen, dass es wohl beim Erstellen von Texten häufig schwierig ist für Schülerinnen und Schüler, die Proportionen richtig hinzubekommen. Das heißt, ein Text hat ja dann immer einfach die klassische Einleitung, Hauptteil und Schluss. Und nehmen wir einfach mal fiktiv, sagen wir mal, die Einleitung sollte ein Viertel lang sein, dann der Hauptteil die Hälfte und nochmal zum Schluss ein Viertel für den Schluss. Und dann ist es wohl für Schülerinnen und Schüler unglaublich schwierig, diese Proportionen einfach hinzubekommen. Also es geht gar nicht um den Inhalt, gar nicht um eine bewusste, eine fixe Textlänge, sondern wirklich nur um die Proportionen. Also das ein Viertel Einleitung, Hauptteil, jetzt nehmen wir fiktiv die Hälfte und dann nochmal ein Viertel für den Schluss. Und das kann man damit machen, kann man damit üben. Also jetzt hier, also, oder anders, der Grundgedanke, wie es dann in der realen Welt geht, müsst ihr euch vorstellen, ihr habt ein Blatt Papier und das würde man jetzt eben für mein Beispiel in drei Stücke einteilen. Also ein Viertel ist für die Einleitung, die Hälfte für den Hauptteil und nochmal ein Viertel für den Schluss. Da kann man also optisch auch schon sehen, wie viel das sein soll. Das klebt man sich links an so ein Blatt Papier. Und da kann man eben noch so ein paar Notizen mit reingeben, was da wichtig ist in jedem Abschnitt, also zum Beispiel eine Einleitung. Und dann können die Schülerinnen und Schüler loslegen, das heißt, sie schreiben und dann stellen sie fest, also sehen sie optisch schon, okay, so lang soll jetzt meine Einleitung sein. Wenn man das jetzt ein bisschen weiterdenkt, merkt man, das ist schon mal ganz gut. Dann weiß man, okay, jetzt habe ich so viel geschrieben, das muss jetzt meine Einleitung sein. Wenn man feststellt, für meine Einleitung wäre aber noch was wichtig. Muss man wegradieren, muss man Tintenkiller machen und das ist auf Papier halt sehr umständlich. Also man müsste dann schon sehr genau wissen, wann ich fertig bin mit dem Schreiben. Digital braucht man das nicht. Also ihr könnt jetzt einfach loslegen. Ich mache jetzt hier auch mal einfach mal wild, Test, ups, Test, Test und kopiere nochmal so ein bisschen was rein und raus. Hier ist viel gegliedert, also das ihr seht hier, ne, links ist die Einleitung mit dem Hinweis, okay, wenn ihr diesen Text, wenn ihr diese Doclines beschreibt, dann sollte das auch drin vorkommen. Dann würde man irgendwie das, was gut gelaufen ist, beschreiben. In dem Fall soll das hier sein. Dann, was nicht so gut gelaufen ist, schreibt man ein bisschen was rein. Und die Zusammenfassung am Ende schreibt man auch mal ein bisschen was rein. Und jetzt ist ja die Frage, ist das jetzt gut? Ist das nicht schlecht von den Proportionen? Und dann könnte ich jetzt in dem ersten Modus einfach unten auf Check klicken. Und es geht gar nicht um den Inhalt. Ich bekomme jetzt nur die Rückmeldung, okay, dein Abschnitt. Ja, Failures, denn was nicht so gut gelaufen ist in Docklands, ist zu kurz. Also ich brauche mindestens 55 mehr Zeichen. Und ja, offensichtlich ist auch mein Schluss zu kurz. Einfach, weil da was fehlt von den Proportionen. Also er guckt jetzt gar nicht so auf eine fixe Textlänge, sondern er guckt sich nur an, sieht man natürlich hier nicht, was da jetzt hinterlegt ist, prozentual. Aber man kommt schon mal den Hinweis, das hätte man hier wahrscheinlich mit reinschreiben sollen. Oder vielleicht muss ich dann noch was hier, ja, merke ich gerade, muss ich hier noch ergänzen, dass es vielleicht, weiß ich nicht, 30% sein sollen oder sowas. Und da sieht man auch, das ist so die ungestörte Schreibvariante. Ihr seht, ich zeige das gleich, dass es noch einen anderen Modus gibt. Da kann man auch permanent sehen, wo man denn gerade steht. Ah, dafür muss ich mich natürlich doch einloggen. Ja, also das kann man im Prinzip damit machen. Wenn man am Ende fertig ist, will man vielleicht den Text haben, könnte man jetzt irgendwie runterladen. Ich habe einfach so einen Copy-Knopf und jetzt hat man einfach den ganzen Text, den man geschrieben hat, in der Zwischenablage, also nicht nur von einer Sektion, sondern von allen. Könnt ihr irgendwo reinkopieren, wenn man es weitergeben will. Kann ich einfach weitermachen. Und jetzt muss ich mich hier doch einmal einloggen, sonst kann ich euch die andere Funktion nicht zeigen, weil ich hier nämlich den Download noch nicht erlaube. Das liegt daran, kann ich vielleicht auch noch erstmal das zeigen. Zwei Sachen haben mir noch nicht gefallen, die werden noch geändert. Nämlich das eine ist, dass das hier sehr lang wird, obwohl da vielleicht gar nicht so viel Text rein muss, also wenn es so viele Hinweise gibt. Und da wird es optional einfach so einen kleinen Knopf geben, wo man draufklickt und dann sieht man erst die ganzen Hinweise. Und das Zweite, was eben fehlt, weil man ja hier noch nicht sieht, wenn man schreibt, wo man ist, ist einfach, oder kann optional so ein Balken sein, der sich halt langsam füllt und dann sieht man, ah, okay, es fehlt noch was oder ich bin drüber. Das kommt noch. Und jetzt logge ich mich doch noch mal einmal schnell ein, damit ihr den anderen Modus zumindest seht. Achso, dann nochmal so. Dann wp-admin. Gibt es nicht. Achso, gibt natürlich so keinen Sinn. Also, ihr seht, es ist ein WordPress, ist nichts Geheimes. Ist mein. Ah, nee, ich kann es euch hier gar nicht. Ich muss es euch doch auf dem anderen sogar zeigen, weil es ja hier gar nicht liegt. Ich habe es nur verlinkt. Also. Andere Sache, ich habe ja einen Blog, ich habe noch eine zweite Seite von dem Blog.
Das ist ja mein Labor im Prinzip. Das ist diese Seite hier. Und da bin ich zum Glück eingeloggt. Und da kann ich euch das direkt zeigen. Also ich bin jetzt in meines Backend. Jetzt seht ihr hier, habe ich da auch H5P-Inhalte. Und da habe ich noch ein paar mehr. Und da müssten wir das natürlich jetzt suchen. Und zwar brauchen wir die Cornell Notes. Wahrscheinlich, genau, habe ich auch den Namen verewigt. Das heißt, da ist das Ganze. Und das bearbeiten wir jetzt einfach mal. Also ich ziehe den Editor. Ach Quatsch, ich wollte gar nicht die Cornell Notes. Ihr könnt mir auch nicht, ihr wahrscheinlich lacht ihr gerade. Ihr dürft mir nicht sagen. Wir wollten ja den Structure Strip. Da ist er. Structure Strip Demo. Den hier wollen wir haben. Den wollen wir bearbeiten. Und zwar, damit wir es einmal kurz gesehen haben, also so sieht das aus. Da könnt ihr ein Bild vorsetzen oder ein Video, wenn ihr wollt. Könnt dann eben auch mal Text dazu schreiben. Und dann könnt ihr hier diese Streifen definieren. Also mit könnt eine Farbe, Textfarbe hinlegen. Die Gewichtung ist halt hier in dem Fall 1. Können wir mal gucken. Successes hätte sein sollen 3, Failures 3 und 1. Also man kann es mit Gewichtung machen, man kann es aber auch prozentual machen, wenn man will, das ist egal. Und bei den Einstellungen hat man noch die Möglichkeit, so ein bisschen Spielraum zu vergeben, natürlich, weil man nicht genau immer irgendwie eine bestimmte Anzahl von Zeichen treffen soll, sondern das ist so 10% Spielraum heißt, wenn ich ermittelt habe, was so der Wert sein sollte, so plus minus 10%, geht halt nebenbei auch. Man könnte noch eine Textlänge festlegen, wenn man das wollte, ist aber eher nicht so sinnvoll in dem Fall, wenn es um die Proportion geht. Und dann gibt es eben den einen Modus, das heißt On Request und While Typing. Und den können wir uns nochmal schnell angucken. Wenn ich das Ganze jetzt aktualisiere, dann werdet ihr sehen, gibt es, wenn ich jetzt erstmal Text schreibe, ist es erstmal sehe ich noch gar nichts. Man muss dann in jedes Feld was eingetragen haben, sonst ergibt das keinen Sinn. So, und hier noch ein bisschen was. So, und jetzt seht ihr, jetzt habe ich Hinweis, okay, das ist 37 Zeichen zu lang. Also, wenn ich das hier wegnehme, zack. Dann guckt jetzt einfach, was ist denn der längste Text und berechnet dann anhand der Gewichtung, die ihr gegeben habt, was da rein muss. So, und jetzt offensichtlich, weil das in Teil 1 ist. So, also das wäre jetzt gut im Verhältnis zu allem anderen, also zu dem Fall, in dem Fall zu dem hier, ist der andere Modus. Und damit ich es jetzt nicht vergesse, springe ich nochmal rein und schalte das wieder aus, weil das ja mein Original ist, das ich jetzt gerade verändert habe. Und damit ich das nicht dauerhaft habe, nehme ich das nochmal weg. Wie gesagt, der ist noch nicht ganz fertig. Da muss ich noch Kleinigkeiten ändern, eben, dass man so einen Balken bekommt. Aber das war im Prinzip das. Und wenn der fertig ist, dann gebe ich es auch zum Download frei. Ginge theoretisch natürlich auch jetzt. Aber ich springe einfach mal raus. Wenn ich das jetzt schon machen würde, muss ich immer ein bisschen mehr bedenken, denn wenn ihr das schon produktiv nutzt und ich danach nochmal was ändere, muss ich jedenfalls immer so Update-Skripte denken, weil ich Strukturen verändere. Das will ich vielleicht noch nicht. So, jetzt habe ich auch lang genug erzählt. Eine ganze halbe Stunde habe ich euch vielen als Typen gezeigt. Und probiert sie einfach aus. Ihr habt gesehen, wie es geht. Und ich hoffe, ihr habt aber vielleicht noch ein paar Fragen, die ich jetzt beantworten kann. Und wenn nicht, kommt vielleicht demnächst mal meine H5P-Sprechstunde.